Quatsch. Kurznachrichten. Wieder hin und flugs mit Schwung auf in ein neues Dossier. Und nun das Dossier. Liebe Vorschauer, Betreiber des Blogs Wassersäge.com, studierter Betriebswirt, Interesse Wirtschaftspsychologie, arbeitet als Unternehmensberater und als Autor. Gefährlichen Nullen widmete er einige Essays. Die Ehre hatten Annalena Baerbock, Nancy Faeser, Karl Lauterbach und nun Roderich Kiesewetter. So soll das heutige Dossier heißen: Roderich. Jeder Krieg ist eine Niederlage. Es gibt keinen Sieger in einem Krieg aus humanistischer Sicht, denn Krieg vernichtet Leben. Kriegstreiber sind als das zu sehen, was sie sind. Vernichter von Leben und der Lebensgrundlagen von Menschen in der Zukunft. Der Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter ist in meinen Augen einer dieser Kriegstreiber. Einen Krieg gegen Kriege zu führen ist berechtigt, gerecht und notwendiger als je zuvor. Friedenstauben, wie beispielsweise Papst Franziskus, haben es schwer, gegen die Kriegstrommeln anzukämpfen, die innerlich hohl, gleich den Gehirnen der Kriegstrommler sind. Momentan überwiegt die Kriegsrhetorik der Falken. Was vor einem Jahrzehnt noch undenkbar schien, die mit scheinbar sachlichen Argumenten versuchen, die Menschen kriegstüchtig zu machen. Sie verweisen meist darauf, wer einen Krieg angefangen hat, ohne die Hintergründe zu beleuchten, wie es dazu kam. Die USA, deren treuer Diener auch der CDU-Mann Kiesewetter ist, sind unschlagbar darin, den ersten Schritt zu provozieren, wie ihre lange Serie von ihnen inszenierter illegaler Kriege belegt. Nicht wer den ersten Schritt macht, ist der eigentliche Aggressor, sondern wer zu diesem Schritt zwingt. Das Essay von Wassersäge Uwe Froschauer ist auch zu finden bei Apolut. Ein sehr langes, daher hier Extrakte. Roderich, Roderich, Roderich. Roderich, Roderich, Roderich. Roderich, Roderich, Roderich. Wirtschaftspsychologie, das Interesse von Uwe Froschauer in diese Richtung auch. Wer keinen Frieden in sich selbst findet, tut sich schwer, Frieden mit seiner Umwelt zu schließen. Diesen Unfrieden nach innen und außen unterstelle ich den Nullen, über die ich in dieser Serie geschrieben habe und noch schreiben werde. Diese, meine letzten und meine noch erscheinenden Artikel sollen auch dazu beitragen, die Friedenstüchtigkeit vieler auf Abwege geratener Menschen wiederherzustellen und kriegsprovozierende Menschen und deren Tun in Frage zu stellen. Der Krieg muss nach Russland getragen werden. Dem geschichtsvergessenen und ewig gestrigen Kriegsrhetoriker Kiesewetter entglitten folgende Worte. Zitat: Der Krieg muss nach Russland getragen werden. Zitat Ende. Oberst außer Dienst Roderich Kiesewetter, CDU, reicht die Verteidigung der Ukraine, die bereits Ende März 2022 durch eine Verhandlungslösung in Istanbul nicht mehr nötig gewesen wäre, nicht aus. Der pazifistische Westen, genauer die USA und das Vereinigte Königreich, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bereit für den Frieden, was ein paar hunderttausend Menschen mit ihrem Leben bezahlt haben, und nicht Russland, wie die anscheinend an einem Verlust des Kurzzeitgedächtnisses leidende Außenwirtschaftsministerin Annalena Baerbock letztens verkündete. Russland muss nach Meinung von Kiesewetter von der Ukraine aus auch mit Hilfe deutscher Waffen angegriffen werden. Kiesewetter forderte zudem ein um 200 Milliarden Euro aufgestocktes Sondervermögen für die Bundeswehr und die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern sowie die Bombardierung von Militäreinrichtungen und Ölraffinerien auf russischem Boden. Geht's noch, Herr Kiesewetter? Haben Sie die Bedeutung der Worte nie wieder schon vergessen? Mit der Kriegsrhetorik von Scharfmachern wie Ihnen beginnen Weltkriege. Und wo wollen Sie die zusätzlichen 200 Milliarden herbekommen? Die Sozialausgaben kürzen, wie Finanzminister Christian Lindner bereits überlegt? Der Deutschen Welle sagte Roderich Kiesewetter am 9. Februar 2024 wörtlich, Zitat: Der Krieg muss nach Russland getragen werden. Russische Militäreinrichtungen und Hauptquartiere müssen zerstört werden. Wir müssen alles tun, dass die Ukraine in die Lage versetzt wird, nicht nur Ölraffinerien in Russland zu zerstören, sondern Ministerien, Kommandoposten, Gefechtsstände. Es wird an der Zeit, dass die russische Bevölkerung begreift, dass sie einen Diktator hat, der die Zukunft Russlands opfert. Mal in Gänze und von mir ergänzt, eine unglaubliche Einmischung in die Politik anderer Länder. Der deutsche Herrenmensch erklärt dem russischen Untermenschen bzw. der russischen Bevölkerung, dass sie einen Diktator hat, der die Zukunft Russlands opfert.
Er erklärt es einer Bevölkerung, die diesen Diktator gerade mit fast 90% wiedergewählt hat, bei einer Wahlbeteiligung von knapp unter 80%. Aber zurück zu Uwe Froschauer. Herr Kiesewetter, die USA tragen den Krieg in die Welt durch ihre imperialistischen unipolaren Bestrebungen. Die USA praktizieren das, was Menschen wie Sie Russland unterstellen. Die NATO, alias USA, hat die meisten Vereinbarungen gebrochen, nicht Russland. Sie, Herr Kiesewetter, sehe ich als Vasall der USA, die mit 470 militärischen Auseinandersetzungen seit ihrem Bestehen unübertroffen an der Spitze der Aggression in der Weltgeschichte stehen. Sie unterstützen dabei. Ich glaube diesem Herrn auch nicht, es gehe ihm um Demokratie und Freiheit in der Ukraine. Dezember 2023 ließ sich Kiesewetter im Bericht aus Berlin extra über die Rohstoffvorkommen im umkämpften Donetsk-Lugansk-Gebiet aus. Europa sei auf die dortigen Lithiumreserven angewiesen, wenn es die Energiewende vollziehen wolle. Wenn Europa die Energiewende vollziehen will, braucht sie eigene Lithiumvorkommen. Die größten Lithiumvorkommen in Europa liegen im Donetsk-Luhansk-Gebiet. Deswegen will Russland diese auch, um uns abhängig zu machen von der Energiewende mit Blick auf Elektromotoren. Also wir haben hier auch ganz andere Ziele noch im Hintergrund. Und deshalb brauchen wir eine vereinte Anstrengung der Bürgerinnen und Bürger, damit unsere Politik die Rückendeckung hat, mehr für die Ukraine zu tun. Ein weiteres Zitat von Roderich Kiesewetter im Essay von Uwe Froschauer. Eine mögliche Kompromisslinie würde Geländeverzicht bedeuten und das wäre für Putin der Sieg. Deshalb müsse die Bundesregierung Taurus-Marschflugkörper nach Kiew ausliefern. Da spricht das Soldatenherz. Frieden scheint für ihn die Abwesenheit von Krieg zu bedeuten. Froschauer zitiert die Sozialpädagogin Helga Schäferling. Krieg. Krieg ich dein Land? Krieg ich dein Wasser? Krieg ich dein Öl? Und wenn du es mir nicht gibst, dann gibt es Krieg. Dann nehme ich es mir. Weiter Uwe Froschauer. Die Russen, nicht der Westen, haben den Kalten Krieg beendet. Belohnt wurden sie für diesen versöhnlichen Akt mit der NATO-Osterweiterung, die es ja nie geben sollte. Not an inch eastwards, meinte der damalige US-Außenminister James Baker nach dem Mauerfall. Den USA war die Beendigung des Kalten Krieges eher ein Dorn im Auge, da eine imperiale Macht ein Feindbild benötigt. Der von den USA inszenierte Maidan-Putsch 2014 in der Ukraine war ein großer Schritt in Richtung Wiederaufbau des alten Feindbilds. Februar 2022 war es dann soweit, die von den USA provozierte russische Invasion. Das Dossier. Gerne lassen wir uns das noch einmal von Georg Ressle bestätigen. Auch das ukrainische Militär terrorisiert die Zivilbevölkerung. Es trägt den Krieg mit Artilleriefeuer in Wohn- und Schlafzimmer. Es nimmt kaum Rücksicht auf die Not der Menschen und auf deren Leben offenbar noch weniger. Dies kann, dies darf Europa nicht dulden. So wie Moskau mitverantwortlich ist für eine Soldadeska, die Unschuldige entführt, foltert und mordet, so tragen Europas Regierungen Mitverantwortung für das rücksichtslose Töten einer Regierung, der sie selbst zur Macht verholfen haben. Deshalb braucht es jetzt eine klare Botschaft an die Machthaber in Kiew. Der Terror gegen die Zivilbevölkerung muss beendet, der Artilleriebeschuss von Wohngebieten sofort eingestellt werden. Wenn nicht, macht sich Europa mitschuldig. Dann sind die getöteten Zivilisten im Häuserkampf von Donetsk oder Luhansk auch unsere Toten. Zurück zu Uwe Froschauer. Die Rohstoffvorkommen in Russland sind einfach zu verlockend. Störend dabei natürlich Menschen wie Wladimir Putin, der den geplanten Rohstoffbeutezug der USA seltsamerweise gar nicht mal so gut findet. Nicht jeder hält still, wenn ihm seine Rohstoffe oder seine lebenserhaltende Infrastruktur, wie zum Beispiel notwendige Pipelines für die Energieversorgung genommen bzw. sabotiert werden. Klärt Nord Stream 2 auf. Gleichgültig wie Kiesewetter und seinesgleichen Kriegspartei definieren, für mein Dafürhalten hat Deutschland dieses Stadium seit der Lieferung des Panzers Leopard 2 bereits erreicht. Wahrscheinlich sieht auch der Kreml Deutschland als Kriegspartei an, faktisch spätestens dann, wenn Olaf Scholz vor den inländischen und ausländischen Kriegstreibern einknickt und Deutschland den Marschflugkörper Taurus direkt oder über Umwege an die Ukraine liefert. Es kann nicht sein, dass man ein Waffensystem liefert, das sehr weit reicht und dann nicht darüber nachdenkt, wie die Kontrolle über das Waffensystem stattfinden kann. Und wenn man die Kontrolle haben will und das nur geht, wenn deutsche Soldaten beteiligt sind, ist das für mich ausgeschlossen. Uwe Froschauer, Russland hat uns immer die Hand gereicht und tut es immer noch.
Wann hat Russland je einen Angriffskrieg gegen Deutschland geführt? Russland definitiv nicht, aber wir sind gerade dabei, in einen solchen gegen Russland zu geraten, wenn man den unbedarften Forderungen von Menschen wie Roderich Kiesewetter nachgibt. Hochintelligente Friedenstauben wie Sarah Wagenknecht sind mir jedenfalls lieber als ewig gestrige, mental mittelmäßig ausgestattete Falken wie dieser Kiesewetter. Demokratie in unserem Land wird in erster Linie gefährdet durch eine Politik, von der sich immer mehr Menschen im Stich gelassen oder aber vor den Kopf gestoßen fühlen. Tja, ich ergänze, im Krieg ist Demokratie nicht. Frau Schauer zitiert Sarah Wagenknecht. Sie äußerte sich gegenüber der Berliner Zeitung: Herr Kiesewetter scheint nicht mehr alle Tassen im Schrank zu haben. Wer den Krieg nach Russland tragen will, in dem mit deutschen Waffen russische Militäreinrichtungen und Ministerien zerstört werden, wird den Krieg nach Deutschland tragen. Wahre Worte sprach auch Papst Franziskus. Der Papst hatte in einem am 9. März 2024 vorab veröffentlichten Interview des Schweizer Fernsehens gesagt, Zitat: Wenn man sieht, dass man besiegt ist, dass es nicht gut läuft, muss man den Mut haben zu verhandeln. Zitat Ende. Ohne eine der beiden Konfliktparteien, Ukraine oder Russland, direkt zu nennen, fügte er hinzu, ohne Verhandlungen könne die Situation noch schlimmer werden, weshalb man sich dafür nicht schämen solle. In dem Interview wird Papst Franziskus auch nach Forderungen aus der Ukraine nach Mut zur Kapitulation, zur weißen Fahne gefragt, was andere als Legitimation der stärkeren Seite sehen. Darauf erwiderte der Papst, Zitat: Das ist eine Frage der Sichtweise. Aber ich denke, dass derjenige stärker ist, der die Situation erkennt, der an das Volk denkt, der den Mut der weißen Fahne hat, zu verhandeln. Zitat Ende. So denkt eine Taube. Lieber ein unbilliger Frieden als ein gerechter Krieg. Reaktionen der empörten Falken auf Franziskus Aussagen. Roderich Kiesewetter in einem X-Tweet. Zitat: Unglaublich, das Oberhaupt der katholischen Kirche stellt sich auf die Seite des Aggressors. Wie traurig. Papst fordert von Ukraine, weiße Fahne zu hissen und ein Ende des russischen Angriffskriegs auszuhandeln. Er liefert Putin Blaupause für weiteres Vorgehen. Zitat Ende. Unglaublich ist es, dass ihre Partei das C im Parteikürzel hat und gegen den obersten irdischen Vertreter Petri schießt. Unglaublich und untragbar sind Leute wie Sie, die ein Ende des russischen Angriffskrieges auszuhandeln nicht bereit sind und lieber weiteres Blut vergießen. Sie sind unglaublich, besser gesagt unglaubwürdig. Wenn die Kriegstreiberei selbst dem Pontifex zu viel wird, sollten Kriegsbetrunkene wie Sie sich langsam mal Gedanken machen über den Schwachsinn, den Sie anstellen und verbreiten, was einem Betrunkenen natürlich schwerfallen dürfte. Sie sollten sich schämen. Versuchen Sie es mal, auch zu Ihrem eigenen Wohle, die bellizistischen Gedanken aus Ihrem Gehirn und Herzen zu vertreiben und sich wieder dem Frieden zuzuwenden. Mit viel Glück bleibt's dann beim Fegefeuer in der katholischen Hölle. Wenn Sie das nicht können, dann begeben Sie und Ihre zwei Kinder sich doch freiwillig an die ukrainische Front. Selenskyj hat akuten Personalmangel, weil getötete junge Männer, die Menschen wie Sie auf dem Gewissen haben, nicht unbegrenzt nachwachsen. Krieg ist, wenn junge Menschen, die sich nicht kennen und nicht hassen, gegenseitig töten, weil alte Menschen, die sich kennen und hassen wie Sie, aus niedrigen Beweggründen das so wollen. Die Verhandlungsposition der Ukraine hat sich seit den durch den Westen gescheiterten Verhandlungen in Istanbul Ende März 2022 erheblich verschlechtert. So viel zum Friedensschaffen mit Waffen, dieser absolut idiotischen Strategie. Eher als Armutszeugnis geistig Minderbemittelter zu bezeichnen, denn als Strategie. An der schlechten Verhandlungsposition der Ukraine sowie am weiteren sinnbefreiten Blutvergießen sind insbesondere die Befürworter von noch mehr Waffen in die Ukraine schuld. Uwe Froschauer kommt zu einem Fazit. Die Aussagen und Handlungen vom Kriegsexperten Roderich Kiesewetter, der den Krieg gerne nach Russland tragen möchte, der ein flammender Befürworter der Lieferung des Marschflugkörpers Taurus an die Ukraine ist, der den Bundeskanzler als Risiko für die Sicherheit bezeichnet, der sich mehr um das Leak als um die Inhalte des Gesprächs in diesem Leak Sorgen macht, lassen darauf schließen, dass Herr Kiesewetter kein Botschafter des Friedens ist. Sie sind mit Ihrer bellizistischen Einstellung ein enormes Risiko für den Weltfrieden. Sie sollten zum Wohle der Menschheit auf der Stelle Ihren Posten räumen. Packen Sie Ihren gefühlstoten Militarismus ein
und gehen Sie bitte. Wir gehen aus diesem Dossier mit einer Prise Georg Restler. Westliche Energiekonzerne haben nämlich schon längst ihre Ansprüche angemeldet auf die Erdgasvorkommen des Landes. Und die US-amerikanische Politik spielt dabei mit. Dabei geht es weniger um die Unabhängigkeit der Ukraine, sondern darum, wer am Herzen Europas in Zukunft das Sagen hat. Auch das Georg Restler 2014. Ich möchte gerne wissen, wer ihn vom Gegenteil überzeugt hat. Ich würde mich auch gerne überzeugen lassen. Solange unsere Dossiers hier in der kleinen Audiodatei. Mittwoch, der 27. März 2024. In dem Artikel von Uwe Froschauer geht es auch um die anderen großen Konflikte. Der Konflikt Gaza, heute aufgearbeitet von Hartmut König in der Monatskolumne. Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Heute nicht, lieber Flavio, aber nach Ostern ist versprochen. Die Suche nach Vermissten in der zerstörten Krokus City Hall bei Moskau ist beendet. Der Kreml vermutet Drahtzieher nicht nur in der Ukraine, sondern auch in westlichen Geheimdiensten. Es berichtet die Tagesschau, dass sich auch Islamisten zur Tat bekannt haben, sei kein Widerspruch. Die Ukraine weist alle Anschuldigungen zurück. Der weißrussische Präsident Lukaschenko meint, die Täter wollten zunächst nach Weißrussland fliehen. Dort seien sie aber nicht ins Land gekommen. Russische Medien analysieren die Zusammenarbeit des ukrainischen Militärgeheimdienstes mit islamistischen Gruppen. Genannt werden krimtatarische Terroristen und mit dem IS verbündete Tschetschenen. Der ukrainische Militärgeheimdienst wurde vom CIA von Grund auf neu aufgebaut nach 2014. Nochmal Lukaschenko. Der weißrussische Präsident meint, NATO-Truppen werden die Ukraine nicht verteidigen. Auch die britische Zeitung The Economist schreibt, der ukrainische Präsident Zelensky trägt die Schuld daran, dass die ukrainischen Streitkräfte nicht in der Lage sind, wichtige Frontgebiete zu verteidigen. Give us a credit. Auch die ARD-Tagesschau schreibt, ukrainische Bodentruppen sind unter Druck. Neues Militärhilfepaket für die Ukraine von Frankreichs Präsident Macron, aber auch Vorschlag für verstärkte Kooperation im Kampf gegen Terrorismus. Der Kreml gibt bekannt, es gibt derzeit keine Kontakte zum Westen im Bereich der Terrorismusbekämpfung. Ein Krankenhaus wurde nach Bombendrohung in Moskau evakuiert. Drei weitere Einkaufszentren auf unbestimmte Zeit geschlossen, sie gehören zur Krokus-Gruppe. Im russischen Gebiet Samara wurde ein Terroranschlag vereitelt. Der Attentäter sprengt sich in die Luft, vorgegangen gegen die IS. Auch die Türkei, 147 Terrorverdächtige festgenommen. Russland und Burkina Faso planen die Zusammenarbeit bei ziviler Nutzung von Kernkraft. Moskau und Bangui verhandeln über einen Militärstützpunkt in der Zentralafrikanischen Republik. Drei Chinesen mit dem Kontrabass saßen auf der Straße und erzählten sich was. Zum Beispiel, dass immer mehr Chinesinnen boxen. Die Außenhandelsstadt Ningbo erschließt mit neuer Dynamik ausländische Märkte. Der chinesische Präsident Xi Jinping empfing Dominikas Ministerpräsident Skerrit und eine Taiwan-Delegation wurde in China begrüßt. Quelle CRI Online. Zum Gaza-Konflikt gleich Hartmut König in der aktuellen Kolumne. Zuvor aktuell, Israel bestätigt den Tod vom dritthöchsten Hamas-Funktionär. Nach der Abstimmung im UN-Sicherheitsrat hat die US-Regierung die Kritik von Israels Premier Netanyahu zurückgewiesen. Israels Verteidigungsminister Gallant betont die Bedeutung des militärischen Vorsprungs Israels im Nahen Osten. Die Hamas meldet mindestens 12 Tote bei einem Luftangriff auf ein Flüchtlingscamp. Auch gemeldet 7 Tote bei einem israelischen Angriff auf den Südlibanon. Quellen Tagesschau ARD. Hallo, liebe Hörer von Radio Marabu, mein Name ist König, Hartmut. Hoffe, ich habe was zu erzählen. Hört mal hin. Eine Kolumne von Hartmut König in der kleinen Audiodatei. Sag mir, wo du stehst. Hallo, liebe Hörer von DDR 1, hier ist Hartmut König. Ich glaube, ich soll hier was erzählen. Hört mal hin, wenn ihr wollt. Bis dann. Wir sind überall auf der Erde. Wieder. Jeden Antisemitismus für einen gerechten Frieden im Nahen Osten. März 2024, die Kolumne von Hartmut König. In der DDR, wo ich aufgewachsen bin, traf ich auf jüdische Genossen, deren Denken und Handeln ich mir zu Herzen nahm. Aus Kerkern, Konzentrationslagern oder Exilen in den Osten Deutschlands gekommen, hatten sie ihre Kraft dem Aufbau des Landes gewidmet, das ihnen Heimat und Hoffnung war. Ich denke an meinen Parteibürgen Max Kahane, den Interbrigadisten, Berichterstatter vom Nürnberger Kriegsverbrecherprozess und Mitbegründer der Nachrichtenagentur ADN, an Rudi Singer, den ND-Chefredakteur, der mir Zeitungsvolontär Ratschläge für Beruf und Leben gab, auch an den Rabbinersohn Alfred Norden, der als Präsentator eines international beachteten Braunbuchs den faschistischen Sumpf in westdeutschen Amtsstuben aufgedeckt hatte und mit mir über Friedenslieder redete.
Sie und viele jüdische Menschen neben mir lebten im Bewusstsein der Shoah. Wenn Sie in der DDR das Jüdischsein Ihrer politischen Überzeugung hintanstellten, hatten Sie das Primat freiwillig und ohne Sorge gewählt. Das Gesellschaftsklima in der DDR duldete keinen Judenhass. Das Existenzrecht des Staates Israel war in der Außenpolitik wie im Bewusstsein der Bevölkerung unumstritten. Weil wir aber für die Rechte des palästinensischen Volkes und einen gerechten Frieden im Nahen Osten eintraten, erforderte das oft die Zurückweisung israelischer Regierungsmanöver. Wo ich heute lebe, wird Kritik an der Besatzungspolitik der israelischen Führung von begrenzt denkenden Politikern und medialen Meinungsbildnern gern als antisemitisch bezeichnet. Selbst Abscheu vor den genozidalen Verwüstungen Gazas, mit denen Tel Avivs Kriegskabinett das Recht der Palästinenser auf einen eigenen Staat zugunsten eigener großisraelischer Träume schleifen will, ist diesem Vorwurf ausgesetzt. Er ist verlogen. Hieße antisemitisch, in üblicher Lesart allein antijüdisch, würde er ignorieren, dass sich die Okkupationspolitik der Netanjahu-Administration vehement gegen aktuelle und zukünftige Lebensinteressen des israelischen Volkes richtet. Würde man sich hingegen besinnen, dass Semiten eine viel größere Völkergruppe bilden, zu der neben Juden auch Araber gehören, träte die Ambivalenz des Begriffes Antisemitismus zum Vorschein. Und die Vernichtung palästinensischen Lebens wäre gleichwohl antisemitisch. Dass solche Logik im Auswärtigen Amt aufschien, als Frau Baerbock empathielos einen umfassenden Waffenstillstand in Gaza ablehnte oder überlebensnotwendige Zahlungen an das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten einstellte, ist auszuschließen. Die Blutorgie Netanjahus in Gaza mit über 27.000 Toten und 66.000 verletzten Palästinenser. Hier ergänze ich den Kollegen mit den aktuellen Zahlen. Ende März 2024 zählen wir fast 32 getötete und fast 75.000 verletzte Palästinenser. Die infernalische infrastrukturelle Verwüstung, die Flucht fast aller Einwohner in jeweils neue Todeszonen ohne Wohnraum, Lebensmittel und medizinische Hilfe samt den viel weiterreichenden Vertreibungsfantasien zionistischer Fanatiker, die den Angriffen auf Gazas Zivilbevölkerung fraglos zugrunde liegen, jene maßlose Reaktion Israels also auf die Terrorattacken der Hamas vom 7. Oktober lässt nicht allein die arabische Welt im Zorn fragen, was Deutschland mit seiner einseitigen Parteinahme für Netanjahus Krieg bezweckt. Einer in 16 arabischen Ländern erhobenen Umfrage des Arab Center for Research and Policy Studies zufolge lehnen 3/4 der Befragten die deutsche Position in der Gaza-Frage ab. Beobachter konstatieren eine Verödung der deutsch-arabischen Beziehungen. Eine vernunftgeleitete deutsche Außenpolitik müsste umdenken, Nibelungentreue zum System Netanjahu mit der besonderen Verantwortung Deutschlands für Israels Volk zu begründen, kehrt eine von der Geschichte aufgegebene Obligation ins Gegenteil. Deutsche Verantwortung hieße, dem Expansionismus Israels und aktuell der Verlängerung des Krieges, mit der sich Netanjahu politischen und juristischen Verurteilungen entziehen will, Einhalt zu gebieten. Mit internationaler Entschlossenheit die Zwei-Staaten-Lösung durchzusetzen, für ein sicheres Israel in einem dauerhaft befriedeten Nahen Osten einzutreten, das wäre Kampf gegen Antisemitismus in der Weite seiner Existenz. Hartmut König jeden Monat auf Radio Marabu. Und jetzt der Kanzler. Wenn man die Kontrolle haben will und es nur geht, wenn deutsche Soldaten beteiligt sind, ist das für mich ausgeschlossen. Auch ist nichts geliefert. International Venezuelas Opposition nominiert Ersatz für eine Wunschkandidatin. Das Oppositionsbündnis will den drohenden Ausschuss von der Wahl in 4 Monaten verhindern. Die neue Kandidatin heißt Edmundo González Urrutia. Ersatz für die eigentliche Corina Yoris. Die ursprüngliche Oppositionsführerin Machado ist gesperrt. Die Wahl des Parlamentspräsidenten in Portugal ist gescheitert. Ein neues Wahlgesetz gibt es in Bosnien-Herzegowina. Tausende demonstrierten in Ungarn gegen Viktor Orban. Quelle ORF. USA, Brückeneinsturz in Baltimore. US-Präsident Joe Biden verspricht schnelle Hilfe, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Von 6 Toten gehen die US-Behörden aus. Kürzungspolitik in Frankreich, Grund hohe Staatsschulden. Es berichtet die Junge Welt. Auch vom Aufschub für Julian Assange. Der britische High Court gibt Teilen des Berufungsantrags statt. Washington bekommt Zeit für Garantien. Ina Semptner von der Jungen Welt setzt Garantien in Anführungszeichen. Free Assange. Free Assange.
nennen den Schlager Jens Fischer-Rodrian Assange. Der US-Reporter Gershkovich muss für weitere 3 Monate in russischer Untersuchungshaft bleiben. Spionage wird ihm vorgeworfen. Deutschland, Einigung, Bahn und GDL. 35-Stunden-Woche kommt, stufenweise bis 2029. Guten Tag, schöne Fälle. Gestreikt wird bei der Lufthansa-Tochter Austrian Airlines. Quelle Junge Welt. Martin Sellner klagt gegen das bundesweite Einreiseverbot. Das Potsdamer Verwaltungsgericht bestätigte gegenüber dpa den Eingang eines Eilantrages. Vielen Dank für die Antwort. Zur Westen zieht Regen ins Land, der schleppt sich auch über die Ostertage. Im Osten wird es richtig schön um 20 Grad. Nach Ostern wechselhaft mild in den April mit etwas zurückgehendem Temperaturniveau. Macher Europe, Alternative Music.